Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dich für Hundeporträts aus Filz interessierst. In diesem kurzen Film zeige ich dir, wie ein kleiner dreidimensionaler Filzhund aus Wolle nur mit Hilfe einer Filznadel entsteht. Es ist immer wieder so, dass viele Menschen überaus verwundert sind, dass man aus Wolle und einer Nadel so realistische und ähnliche Hundefiguren gestalten kann. Es ist auch so, dass diese Hundefiguren aus Filz wirklich nicht sehr bekannt sind und man sie nur sehr selten einmal sieht. Hier siehst du gerade, wie mit Hilfe von drei Pfeifenputzern das Grundgerüst entsteht. Aus diesen drei Pfeifenputzern kann man einen liegenden, einen stehenden oder einen sitzenden Hund formen, der anschließend dann mit Wolle umwickelt und weiter aufgebaut wird. Hier ist jetzt sozusagen die zweite Phase, wo die Wolle dazukommt und dann mit Hilfe der Filznadel, man nennt es sozusagen, aufgebaut wird. An der Filznadel sind kleine Widerhaken, die beim Einstechen in die Wollfasern verfilzen lassen, sodass am Ende ein nur aus Wolle bestehender gefilzter Hund herauskommt. Hier ist jetzt der Aufbau schon ein wenig weiter, dass du schon siehst, wie der Hund am Ende aussieht. Er liegt und hat auf jeden Fall schon mal die Grundformen. Der Kopf fehlt natürlich noch, aber insgesamt kann man schon erkennen, wie der Hund später liegen wird. Und in dieser Anfertigung, das ist der Hund Hugo, das ist ein sehr lebendiger Parson Russell Terrier und er ist so aktiv, dass die Besitzerin Schwierigkeiten hatte, ein paar Liegefotos zu machen. Was allerdings ich dazu sagen kann, ist, dass die Fotos, die man von dem Hund hat, wenn man einen Hund filzt, wirklich besonders wichtig sind, dass man auch gute Fotos als Vorlagen hat. Denn es ist wirklich so, je besser man die Details auf dem Foto erkennt, umso besser kann man den Hund dann auch anhand der Details gestalten. Und am Schluss sieht der Hund dann auch besonders ähnlich aus, wenn es besonders gute Fotos gegeben hat. Hier wird jetzt noch ein kleines Detail eben, die Schnauze, das Maul, da wird unten eben dieser Faden als Maulstrich sozusagen eingefilzt und das ist im Grunde genommen immer wie eine kleine Miniaturarbeit, weil der gesamte Hund ja nur 12 cm lang ist. Hier kommen am Ende in die vier Pfoten noch die kleinen Ballen eingenadelt. Da gibt es ja immer so diese vier kleinen Ballen und dann hinten diesen Hauptballen, was die Foto so eines kleinen Hundes ausmacht. Und dann, wenn dies alles geschehen ist, werden zum Teil noch Details angefügt. Hier zum Beispiel der Parson Russell Terrier ist ja ganz weiß. Er hat am Ohr so ein bisschen so eine bräunlich-schwarze Färbung, das eine Ohr. Und dann hat er diesen markanten schwarzen Fleck. Hier auf dem Bild siehst du das auch nochmal. Und genau, hier auf diesem Drehteller kann man jetzt den ganzen Hund nochmal komplett betrachten. Und es ist auf jeden Fall schön, finde ich, auf den Fotos auch zu sehen, dass der Hugo ein ganz, ganz aufmerksamer, sehr vitaler, kleiner Kerl ist, der ja sehr viel Temperament hat. Und wenn du auch gerne eine Anfertigung deines Hundes möchtest, dann besuche mich gerne auf meiner Website. Danke fürs Zuschauen.